Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video möchte ich mit dir einen kleinen Pinguin für dein Dezember-Deckblatt malen. Und dafür brauchst du erst einmal natürlich dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Wenn du das Ganze nur auf ein Stück Papier machen möchtest, geht das natürlich auch. Dann den Micron Fineliner, ein Stabilo Pen, einen schwarzen, ein paar Bleistifte, die Zebra Mildliner und natürlich ein Radiergummi. Ja, und dann können wir auch schon loslegen. Ja, egal was ich mal, du siehst hier, ich beginne immer mit den geometrischen Formen. In diesem Fall so ein halbes Oval und dann schließe ich das unten und dann mache ich nochmal, ja so mehr oder weniger zwei halbe Ovale rein, um das Gesicht von dem kleinen Pinguin zu malen. Ja, dann kommen die Flügel dran und natürlich auch die Füße und dann geht es auch schon in die Details, weil ein Pinguin ist jetzt nun wirklich nicht besonders schwer zu malen. Man muss es vielleicht ein- oder zweimal gemacht haben. Deswegen mal immer mit einem Bleistift vor, wenn du in deinem Bullet Journal malst, weil, naja, natürlich soll das Ganze ordentlich aussehen. Ne? Und jetzt kommt hier noch oben Hello December hin, weil das meine Coverpage ist und dann ja, beginne ich auch schon das Ganze mit dem Micron Fineliner nachzumalen. Das Schöne ist, ich kann jetzt gleich einfach mein Radiergummi nehmen und alle überschüssigen Bleistiftstriche wegradieren, sodass nur noch der kleine Pinguin übrig bleibt. Ja, dann können wir auch schon mit dem Kolorieren loslegen. Ich habe hier die Zebra Mildliner einfach schon, weil die nicht durchdrücken und naja, so, es gibt irgendwie einen schönen Ton, ne? Also nicht so ganz dicht, sage ich jetzt mal, sondern ein bisschen, ja, wässrig ist auch irgendwie das falsche Wort, aber so, wie so ein Highlighter eben. Und das gefällt mir jetzt gerade für diese Malerei sehr gut. Und dann natürlich noch ein Hello December, weil, wie gesagt, das ist ja meine Coverpage. Und dann bin ich auch schon fertig. Du kannst natürlich hier ganz kreativ sein, noch ein paar Eisberge im Hintergrund malen, noch ein paar kleine Pinguine nach vorne. Mir soll das jetzt erst einmal genügen, aber wer weiß, naja, wie das hinterher aussieht. Du findest diese Malerei natürlich wie immer im Shop als Printable. Das heißt, du kannst dir den herunterladen, du kannst ihn mit Graphitpapier in dein Bullet Journal übertragen oder halt auch einfach ausdrucken und einkleben. Das bleibt komplett dir überlassen. Und dann hoffe ich, dass dir das Tutorial gefallen hat und du uns einen Daumen nach oben da lässt, unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke drückst. Meine Güte, du hast viel zu tun, ne? Und ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Bis dahin, tschüss!